von Thomas Gerber. Gestern haben der FC Basel und St. Gallen in einem spannenden Match 3:3 unentschieden gespielt. Das Ungewöhnliche daran, der Verlauf dieses Spiels hat man buchstäblich auf der ganzen Welt mitverfolgen. Der Peter Balzli. Schützenmatte Basel, es steht 0:1. Mario Frick gleicht für den FC Basel aus. Entspannung bei den Basler Fans. Auch bei den FCB-Internetspezialisten Cyril Schneider und Daniel Müller. Doch sie können nur kurz jubeln. Denn sie müssen so schnell als möglich Zeit und Torschütze eintippen. Immerhin reicht die Zeit noch, um die Begeisterung mit der Dame in der Platzspeakerkabine zu teilen. Per Mausklick wird die Information dann ins Modem geschickt. Von dort flitzt sie per Telefonleitung in alle Welt. Zum Beispiel nach Sydney in Australien. Dort sitzt dieser Schweizer Austauschstudent und FCB-Fan. Ja! Ja! Dank diesem Internetservice ist er mit wenigen Sekunden Verzögerung über die FCB-Spiele auf dem Laufenden. Der FC Basel ist der erste Verein der Schweiz, der diese Dienstleistung anbietet. Etwa ein Fünftel von allen Zugriffen auf unsere Seite erfolgen aus den USA, aber auch viele aus dem asiatischen Bereich, aus Afrika hat es auch sehr viel und sonst natürlich der Rest von Europa. Sogar in China sind jetzt FCB-Fans an den Spielen online dabei. Ihre Reaktion ist allerdings vergleichsweise verhalten. Zurück nach Basel. Hinter dem Tor lauert Dominik Weber mit seiner Fotokamera. Der dritte Internetspezialist des FCB. Der FCB hat sehr viele Fans auf der ganzen Welt. Das merken wir an den Reaktionen an. Und ich glaube, so ist auch eine Goodwill-Aktion vom Verein gegenüber den Fans. In der Pause und nach dem Spiel werden die digitalen Fotos ins Netz gespielt. Dann rauschen die Bilder in alle Welt und können von den Fans gesehen werden. Zum Beispiel hier, in Südafrika. Dank Internet kann dieser Herr aktuelle Bilder vom Spiel sehen. Falls er wirklich FCB-Fan ist. Die Arbeit hier zu machen ist spannend aus dem Grund, weil auf meinen Knopfdruck eigentlich auf der ganzen Welt eine Info bekommt, die nur ich bestimmen kann, was genau passiert. Jetzt gibt es zum Beispiel ein Goal und jetzt gibt man das genau ein, in dem Moment. Und das weiss jeder auf der ganzen Welt, auch in den USA oder in Japan, der weiss jetzt zu diesem Zeitpunkt, hat der FC Basel ein Goal geschossen. Und das ist faszinierend dann eigentlich daran. Und das für meinen Club zu machen, wo man auch noch das Herz dafür hat, ist natürlich noch besser, oder? Die Kunde vom Tor ist schon Sekunden später auch im Iran, in der Stadt Qom. Hier könnte sich selbst ein FCB-interessierter Mullah übers Netz am Tor von Oliver Kreuzer freuen. 600 bis 900 Mal wird die Seite während einem Spiel besucht. Kosten für den Verein pro Jahr rund 80.000 Franken. Viel Geld, aber wir haben jetzt über andere Wege natürlich auch Mittel, um die Seiten zu verkaufen. Es sind Werbebanner drauf. Wir tun mittlerweile auch Fanartikel über die Seiten verkaufen. Und so wird man auch aus diesen Internetbesuchern Wertschöpfung daraus machen. Eine rosige Zukunft also? Also die Zukunft ist, dass man eventuell bewegte Bilder bringen ins Internet. Das heisst quasi, das Ganze wird im Fernsehen übertragen. Nur das ist natürlich auch ein rechtliches Problem. Das heisst, die Bilder sind rechts momentan bei den Fernsehstationen. Da ist alles offen zur Zukunft. Ausgleich in der Nachspielzeit. Ein bitterer Moment für FCB-Fans wie die beiden österreichischen Skikommentatoren Armin Assinger und Robert Seger. Nein, geht's das aus? Geht's dir das aus? Nein, um Gottes Willen! Um Gottes Willen! Schau, wie ist denn. Nein, ich schau nicht. Du kannst ja gar nicht hinschauen. Auch unser Student in Sydney leidet. Nein, was ist jetzt noch? Nein, Hubo, wieso hast du da rein? Die Spieler jedenfalls schätzen die neue Internetdienstleistung. Ja gut, bis jetzt kann es mich nur in der Schweiz und in Deutschland, vielleicht kann es mich jetzt in Japan auch. Keine schlechte Idee. Aber Vorsicht! Das Internet und der FC Basel können ihre gute Laune gefährden. Wieder nicht gewonnen! Sie haben sicher gemerkt, nicht alle Fans in diesem Beitrag sind richtige FCB-Fans gewesen. Die Homepage hingegen, die ist echt. Und echt ist auch